Yo, was geht Leute? Bleibt es mal wieder am Start mit einem weiteren Pokémon Gelb Part. In dem letzten Part hatten wir den Mondberg erledigt, also wir hatten dort einiges gemacht. Und jetzt befinden wir uns hier in Azuria City, wo uns der nächste Arena-Leiter erwartet. Aber bevor wir das tun, werden wir uns nochmal die Stadt angucken und dann auch die Nugget-Brücke erledigen. Bevor wir uns dann zum Arena-Leiter begeben, schlechtes Deutsch vorhin. So, ich habe jetzt hier oben ein Sonderbonbon gefunden. Falls ihr auch einen möchtet, könnt ihr das auch tun, denn ja, die sind einigermaßen nützlich. Und ja, der Busch vor dem Laden steht im Weg. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Das reimt nicht wirklich, aber egal. So, hier oben könnt ihr einen Bisasam bekommen bei dieser Frau hier. Hier ist es. Bisasam. Ihr müsst einfach nur mit ihr reden. Ich kümmere mich um verletzte Pokémon. Ich habe dieses Bisasam geheilt und gepflegt. Es braucht einen guten Trainer, der für es sorgt. Ja, ich kann es gerade nicht bekommen. Das liegt daran, dass mein Pikachu mich noch nicht genug mag. Also ihr müsst sehr oft mit Pikachu kämpfen, bis es halt euch sehr vertraut und es euch liebt, was auch immer. Auf jeden Fall sollte, glaube ich, so ein Herz hier auftauchen oder so ein Kack. Und dann könnt ihr das Bisasam hier erhalten, aber vorerst nicht. Mit dem habe ich gerade gesprochen, ne? Kann sein, ich denke schon. So, hier ist die Arena, die werden wir später machen, aber mit dem hier möchte ich gerne labern. Du bist auch ein Trainer. Zu sammeln und zu kämpfen ist nicht immer so leicht. Oh, es geht, ne? Es macht ja schon Spaß, ne? So. Nein, nicht! Es ist so schwer, ein Pokémon zu kontrollieren. Ob dein Pokémon gehorcht, hängt von deinen Fähigkeiten als Trainer ab. Naja, nicht unbedingt. Es hängt vom Level ab. Mit Schutz kannst du dir Käfer und schwächere Pokémon vom Leib halten. Außerdem solltest du das stärkste Pokémon an die Spitze der Liste setzen. Nein, nicht unbedingt nur Käfer, es gilt einfach regulär für alle Typen Pokémon. Für alle Pokémon-Typen, habe ich das gerade richtig gesagt, keine Ahnung. So, ich kaufe mir mal 5-mal Schutz und dann begeben wir uns wieder raus hier. Und gucken uns mal an, was es in diesem Fahrradladen hier gibt. Ich denke, hier gibt es Fahrräder. Der war nicht gut, der war wirklich nicht gut. Die Fahrräder sind ziemlich cool, aber unheimlich teuer. Ja, das macht Sinn. Ich möchte ein Hollandsrad kaufen. Der fliegende Holländer mit seinem Bike. Ho! Ein Mountainbike hat keinen Gepäckträger. Ach so. Na, für mich hört sich Hollandsrad sehr nach fliegender Holländer an, ne? Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, ich muss sofort daran denken. Hallo, willkommen im Fahrradladen. Wir haben garantiert das richtige Fahrrad für dich. Das ist unser bestes Fahrrad. Nur 1 Million Poké-Dollar. Klar, möchte ich das haben. Schlechtes Deutsch, warum? Naja, das können wir noch nicht erhalten, werden wir aber später noch bekommen, irgendwie, durch Zufälle. Und ja, ich hätte gerne ein rotes Fahrrad, aber ich würde nicht damit fahren, damit es nicht schmutzig wird. Ja, das ist so blöd, ne? Ich meine, man kauft sich auch kein Dingens, das man dann auch nicht benutzt, ne? Das macht keinen Sinn, ne? Es sind... Ja, man muss einfach schon blöd sein, um sowas zu machen, ne? Oder einfach, man hat einfach sehr viel Geld und man kann es sich erlauben, keine Ahnung. Die Leute hier wurden, was nochmal? Ich hab's nicht mitbekommen. Die Leute hier wurden beraubt, okay. Wir sind sicher, dass Team Rocket dahinter steckt. Sogar die Polizei ist gegen Team Rocket machtlos. Ah, okay. Ja, das hier sollte Schwester Rocky, also ne, die Officer Rocky oder Officer Jenny sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das voll cool, dass sie mitmacht, so, ne. Die kommt gar nicht mal so oft vor im Spiel, was ich sehr schade finde an sich. Hey, Bloody, du bist also immer noch unterwegs. Klar, Bloody ist im Boss-Modus. Mir geht es bestens. Keiner hat dich nach deiner Meinung gefragt, Gary. Ich habe jede Menge neue starke Pokémon gefangen. Zeig mal, was du gefangen hast, Bloody. Ich habe nur noch meinen Mankey, ne? Das reicht mir schon, ne? Damit kann ich schon einiges reißen. Los geht's. Er hat 4 Pokémon. Das wird eventuell hart werden oder so. So, Sanji. Ich fange mal sehr gekonnt mit Karate-Schlag. Ne, doch nicht. Doch, mit Karate-Schlag. Kabam! Und die Volltrefferquote gilt immer noch. Läuft, Bruder. Alter, ist das geil, ey. Also mir wurde gesagt, dass die Volltrefferquote irgendetwas mit der Initiative zu tun hatte früher, also damals. Und deshalb deshalb bekomme ich immer diese Volltreffer, ne? Was an sich gar nicht mal so kacke ist, ne? Sehr, sehr nützlich sogar. So, nochmal. Kabam! Alter, das ist so geil, ey. Ich bekomme immer Volltreffer, das ist so cool. Ich schmuggel mich gerade durch das Spiel durch, das ist so der Wahnsinn. Radfratz, Bruder, was geht? Ja, dir gebe ich mal einen Fußkick auf die Fresse. Das sollte es machen. Läuft, sogar ein Volltreffer, ne? Cool.
Und zu guter Letzt noch ein Evoli. Evoli? Und tot. Das war der spannendste Kampf gegen Gary seit langem. Nicht. So, hey, schon gut, du hast gewonnen. Chill dich, Bruder. Soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seine seltene Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in meinem Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagersystem für den PC entwickelt. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Na, ich schau mal ab. Mach's gut oder so. Mann. Okay, ich gehe noch kurz meinen Mankey aufheilen. Damit er wieder seine volle AP hat. Seine AP oder seine APs? Keine Ahnung. Auf jeden Fall soll er wieder seine Angriffspunkte haben und seine KP sollten auch gefüllt werden. So, jetzt gehen wir mal zur Nuggetbrücke und kämpfen uns hier mal durch das Leben. Das wird voll unspannend. Das hier ist die Nuggetbrücke. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Willst du dein Glück versuchen? Klar. Ja, um auf Bill wieder zurückzukommen, ne? Also Bill ist hier so eine Hauptfigur, ne? Der Bill ist verantwortlich für das PC-Lagerungssystem. Er hat also das PC-Dingens erfunden, wo man seine Pokémon lagern kann und sie dann auch da verstauen kann, ne? Was aber sehr witzig ist, Bill ist eigentlich, also die Idee von Bill, kommt ursprünglich von dem richtigen Bill, also Bill Gates, der Windows entwickelt hat, ne? Eventuell kennt ihr euch damit aus, eventuell auch nicht, ich kenne nur diese Information und das reicht schon, um diesen Vergleich mal deutlich zu zeigen, ne? Also man hat einfach diesen Bill aus diesem Spiel hier mit dem Bill Gates aus dem richtigen Leben genommen und es dann in diesem Spiel hier eingeführt, was ich sehr cool fand, ne? Mir ist das gar nicht aufgefallen, erst vor kurzem, ich glaube vor einem Monat oder so, ist mir das erst so aufgefallen, so boah, voll krass, ey, voll die Erkenntnis so oder so. War auf jeden Fall voll geil, ne? Okay. Ja, habe ich noch irgendetwas, über das ich labern könnte? Boah, keine Ahnung, ey. Ja, ich wollte noch mal was erwähnen, ne? Habe ich das gerade richtig gesagt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, im ersten Part hatten wir keinen Sound, ne? Im zweiten Part hatten wir wieder Sound und im dritten Part hatten wir auch wieder Sound. Und im vierten Part hatten wir auch Sound. Und jetzt haben wir dauerhaft Sound. Geil. Das lag daran, dass ich am Anfang mit Camtasia aufgenommen hatte, also mit dem Programm Camtasia. Und das konnte irgendwie den Sound nicht aufnehmen vom Spiel. Keine Ahnung warum, auf jeden Fall hatte ich keinen Sound. Und ich hatte es dann mal mit Fraps versucht. Und Fraps konnte das ohne Probleme aufnehmen. Und ja, danach hatte ich nur noch mit Fraps aufgenommen. Und das ging sehr gut. Ich habe wieder mal den Sound etwas runtergeschraubt vom Spiel, damit man mich etwas mehr hören kann. Denn im letzten Part war das etwas komisch. Weiß nicht warum, auf jeden Fall war meine Stimme nicht, also nicht laut genug. Und ich weiß nicht, ob das jetzt am Mikro lag oder an den Einstellungen oder ich weiß auch nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es diesmal klappt und dass alles richtig aufgenommen wird. Und ja, also sagt mir einfach mal Bescheid, falls alles gut ist mit dem Sound. Denn das würde mich sehr, sehr freuen oder so. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall wäre es sehr hilfreich, damit ich das noch etwas besser machen könnte. So, Rettern, Karateschlag und Tod. Boah, ich habe voll auf die Fresse bekommen. Ich schmeck's gerade, ne? Sanji hat schon die Hälfte seiner APs, also seine KPs verloren. Schlimm. Schlimm, ey. So, Zubat. Tot. Läuft. Eiskalt erwischt. Ey, bei Mario Party, ne, gibt's so ein Spiel, das heißt heißkalt erwischt. Ich weiß nicht, welcher Teil das noch war. Ich glaube 4 oder 5. Ich glaube, es war 5. Ich hab, also ich spiele gerade sehr, sehr oft Mario Party mit Freunden bei mir, ne? Das macht voll Laune, ist so der Wahnsinn. Das Spiel ist so geil. So, falls man das mit 2, 3 Kollegen spielt, ist das Spiel unglaublich geil, ne? Es geschieht so viel Kacke auf einmal. Das ist so der Wahnsinn. Man hat einfach Dauerspaß. Und wir zocken das schon seit, keine Ahnung, schon seit 2 Wochen. Treffen wir uns jeden Abend bei mir und zocken Mario Party bis, keine Ahnung, bis 2 Uhr morgens oder so. Und das macht voll Laune, ey. Also auf jeden Fall ist das ein sehr gutes Spiel. Aber nur die Teile 4, 5 und 6, ne? Okay, 7 ist auch noch gut. 8 geht ja noch. Aber Mario Party 9 ist so ein Rotz, ey. Ich hab's nur kurz gespielt und das reichte mir schon, um das Spiel nie wieder anzufassen. Es war so schlecht. Oh mein Gott! Das Spiel ist so kacke, so der Wahnsinn. Und dafür verlangt man einen Vollpreis? Really? Ich würde es nicht geben, ey. Ohne Witz, das Spiel ist so schlecht. Guck dich einfach mal den Trailer an oder so, ich weiß auch nicht.
Auf jeden Fall lohnt das Spiel sich überhaupt nicht. So der Wahnsinn, so ein Rotz, ey. Boah, mir fällt gerade auf, dass ich voll viel am Rumnörgeln bin, ne? Na, egal. Mir fällt sowieso gerade nichts ein, was ich belabern könnte. Also ist Rumnörgeln gar nicht mal so schlecht, ne? So, ich muss nochmal zurück, um Mankey aufzuheilen. Das machen wir mal sehr kurz und sehr gekonnt. So. Ah, ich mag diesen Speed-Button. Das ist so der Wahnsinn. So nützlich. Okay. Okay, wieder zurück zum Dingens. Und hier sind wir. Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle 5 Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Bloody hält ein Nugget. Oh, es geht. Möchtest du Mitglied des Team Rocket werden? Ja. Unsere Gruppierung benutzt Pokémon für teuflische Zwecke. Möchtest du beitreten? Wirklich nicht? Komm schon, werd Mitglied. Ich empfehle dir, ein Mitglied zu werden. Ich glaube, ich sollte ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Dieses Angebot kannst du nicht ablehnen. Ah, ich würde so gerne beitreten, ne? Das wäre so cool gewesen. So im Team Rocket sein, ne? So Team Rocket beitreten und einfach dann ein Ganove sein für einen Tag oder für 2 Monate. Ich weiß auch nicht. Wäre bestimmt eine Erfahrung wert. Ich würde es auf jeden Fall sehr, sehr hart feiern. So, der muss noch gekloppt werden. Da gibt es noch einige Trainer später, die wir bekloppen müssen. Voll schlimm, ey. Es gibt so viele Trainer auf dieser Route. Ich verstehe das überhaupt nicht. Allgemein in Pokémon Geld gibt es einfach viel zu viele Trainer, wie ich gerade feststellen muss, ne. Naja, an sich hatte ich das bereits im letzten Part, glaube ich, festgestellt. Keine Ahnung. So. Bei deinem Können würdest du im Team Rocket leicht die rechte Hand vom Boss. Ja, ich weiß, aber ich werde deinem Boss später noch das Handwerk legen. Und deshalb kann ich ja nicht unbedingt jetzt beitreten, das wäre nicht cool. So, ich habe eine Term bekommen. Ich denke, das sollte Dönerwelle sein. Mal gucken. Ja, Dönerwelle. Kann das irgendjemand? Pikachu. Nee, das werde ich ihm nicht beibringen, denn ich werde ihn ja nicht benutzen. Wirbelwind sucked Balls. Und TM1 sollte Geduld sein. Nein, Mega-Hieb. Boah, geil. Und sich voll nützlich, ey. Werde ich aber trotzdem keinen beibringen. Haha. Dann noch 12 Aquaknarre. Nein, kann niemand erlernen. Und dann noch Geduld, was sehr blöd ist. So, bei diesem Typen hier bekommt ihr ein Dingens. Ein Glumanda. Ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Ich habe mich nicht genug um einen Glumanda gekümmert. Versprich mir, gut für Glumanda zu sorgen, dann gebe ich es dir. Nein. Dann lasse ich es besser frei. Genau. Kann man das nochmal bekommen, wenn man mit es redet? Also mit ihm redet. Okay, man kann es nochmal bekommen. Was sehr blöd ist. So, hier gibt es noch einen Trainer, den werde ich noch auslassen, denn mit dem kann man später einen Glitch durchführen, also den Mew-Glitch. Werde ich eventuell zeigen, eventuell werde ich es vergessen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, mittlerweile sollte jeder den Mew-Glitch kennen. Und, ja, daran sollte jetzt nicht unbedingt was Besonderes sein. Und, wisst ihr Bescheid. So. Geht's weiter mit den Kämpfen. Oh mein Gott, das wird ja voll spannend. Ich komme gerade vom Mondberg. Meine Pokémon sind in Bestform. Also ich werde jetzt die meisten Kämpfe überspringen. Da wir jetzt alles gesehen haben und sehr viele Kämpfe bereits bestritten haben. Und ich denke, ne, es wird voll langweilig auf Dauer. Und so kommen wir auch voran, ne? So, genau, der hier. Du da! Du möchtest zu Bill, aber jetzt wird gekämpft. Okay, machen wir das mal ganz rapide. Fuck. Läuft. Sehr gut. Und jetzt mit dem hier. Die Trainer der Gegend kommen zum Üben hierher. Ah, ist ja schön. Ist ja wundervoll. Oh, ist ja traumhaft. Oh, ein Traum. So, diesen Trainer solltet ihr nicht besiegen, falls ihr später Mew bekommen möchtet. Denn man kann es mit einem Glitch bekommen. Und das werde ich auch später eventuell zeigen, wenn ich geil bin. Eventuell nicht, mal gucken. Ne, werde ich schon zeigen irgendwann mal. Deshalb lasse ich den mal sehr gekonnt aus, damit ich das später zeigen kann. Mann, ich kann heute nicht reden. Ist egal. Ich kann nicht alles können. So, wie ging das noch mit dem? Ah, stimmt, genau, hier. Bams. Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Und ich werde dir jetzt voll auf die Fresse geben, Bruder. Oh mein Gott, Mankey wird sich jetzt entwickeln, glaube ich, ne? Nach dem nächsten Level. Na, 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 na. Ich kann nicht reden. Heute gar nicht. Was ist los mit mir? Ich bin richtig cool. Ich habe eine Freundin. Wie cool ist das denn? Ich möchte auch sowas haben. Kann man das essen? Kann man sowas benutzen? Falls ja, wie und warum? Ich laber Scheiße. Ich bin gerade voll geil drauf. So.
gewonnen. Und hier oben gibt es ein Item, nämlich Geowurf, also eine TM. Geowurf ist ziemlich gut, es ist ziemlich okay, sehr solide, aber auch nicht zu übertreiben, denn es ist nicht so gut. Keine Ahnung, ich laber Kacke. Blabla, so. Karteschlag und tot. Sandan und tot. Nein, nicht tot. Nicht tot. Halbtot. Eben, halbtot ist gut. So. Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch. Boah, voll krass, ey. Die zählt mir gerade voll von ihrem Leben, das mich ja so übelst krass interessiert, ne? Das ist der Wahnsinn, ey. So. Kabams. Okay, Mankey. Mankey. Fuck. Ich dachte, er würde sich jetzt mal so entwickeln, aber anscheinend macht er das nicht, ne? Okay, ist okay. Hier oben könnt ihr einen Ether finden, wie ich das gerade gemacht habe. Und dann seid ihr schon durch hier. Denn Bill befindet sich in diesem Haus hier. Voll am Arsch der Welt, ey. So der Wahnsinn. Okay. Hä? Pika? Was geht hier vor? Bill, bist du es? Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keins. Nenn mich einfach Bill, ich bin ein waschechter Pokémaniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit in eines Pokémon kombiniert. Wie sieht es aus? Hilfst du mir? Ja, kann man mal so tun, ne? Ja, start mal in den Teleporter und ich drück mal auf den Knopf und dann sollte alles schon klappen. Pika, pika. Voll irritiert, der Arme, ne? So. Bloody hat den Zellseparator in Gang gesetzt. Bloody hat keine Ahnung, wie das funktioniert. Bloody könnte eventuell jetzt einen Menschen töten. Bloody kümmert das aber nicht. Wut? Voll, keine Ahnung, voll erschrocken, der Typ. Also Pikachu meine ich, ne? Klasse, danke Kumpel, du hast bei mir was gut. Bist du hier, um mir deine... Nein, genau, nein, das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier, ein Bootsticket. In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die MS Aene. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viel Trubel nicht. Hättest du Lust, hinzugehen? Ja, schon, ne? Du da! Ist immer noch erstaunt und erschreckt über die Tatsache, dass Bill sich gerade zu einem Menschen entwickelt hat. Ich denke schon. So, auf dem PC kann man, noch einige Pokémon hier sehen, nachdem man wieder rein und rausgegangen ist. So. Kann man eine Liste von Pokémon hier begutachten. Evoli Evolution läuft. Und dann auf Flamara. Dann kommen wir zu Blitzer. Yeah, Blitzer sieht voll cool aus. Und zu guter Letzt nicht Blitzer. Aquana. Das sieht cool aus. Blubblase läuft. Ja, Evoli hat wie gesagt einige Entwicklungen, ne? Also die drei, die ich gerade hier gezeigt habe. Und ich finde, es eignet sich sehr gut als Starter-Pokémon. Man hat einfach die Auswahl zwischen einigen dieser Pokémon halt. Und ich finde, es würde sich sehr gut eignen zum Start. Aber ich denke, das Spiel sagt einfach, nö, machen wir das anders, ne? Meine Pikachu geht ja auch, ne? Kann man aber so stehen lassen. So, Kinder, ich denke, das reicht mal für diesen Part hier. Wir haben jetzt einiges erledigt, sehr viele Trainer geklopft, bla bla, ich habe einiges gelabert. Und ich habe mich jetzt warm gesprochen, denn das hier ist mein erster Part für heute. Und ich habe ein paar Versprecher rausgehauen, aber das kann man so stehen lassen. Und, ja, wir sehen uns im nächsten Part hier wieder, wenn wir den Arenaleiter oder die Arenaleiterin herausfordern. Und, ja, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich sage tschüss, euer Bladius.